Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenschnitt des Testspiels zwischen den Sportfreunden aus Lotte und unserem SV Grün-Weiß Rheine im Auto-Deta-Stadion. Mein Name ist Tino Wermeling und ich werde Sie im kurzen Vorlauf mit den nötigsten Informationen zum Spiel versorgen. Schon damals wie heute lautet der Wahlspruch des Clubs: In allem, was wir tun, machen wir Nägel mit Köpfen. Ja, hier. Leider hat uns das Wetter am 24.01.2015 einen gehörigen Streich gespielt und mit reichlich Schneefall am Morgen eine Durchführung des Spiels beinahe unmöglich gemacht. Hier sehen Sie Aufnahmen, die zwei Stunden vor Spielbeginn entstanden sind, und nur dank eines überragenden Einsatzes der Mannschaft und vieler Freiwilliger konnte der Platz bis Spielbeginn von den Schneemassen befreit werden. Eine absolute Meisterleistung, die man gar nicht ausreichend genug würdigen kann. Vielen, vielen Dank an alle Helfer, die dort im Einsatz waren. Kommen wir nun zu den Aufstellungen und beginnen dabei mit unseren Gästen aus Lotte. Der von Ismail Atalan trainierte und sich seit einiger Zeit bereits in der Vorbereitung befindliche Regionalligist war hierbei nicht etwa mit einer B-Elf angereist, sondern hatte zu diesem Test fast seinen kompletten Regionalliga-Kader mit in das Auto-Deta-Stadion gebracht. Hier sehen Sie die Startelf der Sportfreunde Lotte im neuen Aufstellungsbildschirm. Der noch in der Winterpause befindliche und von Lennart Rading trainierte Gastgeber aus Rheine hatte eigens für dieses Spiel am vorherigen Donnerstag eine Trainingseinheit absolviert, um auf den Punkt fit zu sein. Verzichten musste Rading für diesen Test allerdings auf Stefan Ruprecht und Nico Höning. Sehen Sie nun ein speziell für dieses Spiel erstelltes Aufstellungsintro der grün-weißen Mannschaft. Damit verabschiede ich mich vorerst und wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Zusammenschnitt dieser Begegnung. Kreisliga vs. Regionalliga oder David gegen Goliath heißt es nun. Sehen Sie feine Spielzüge und herrliche Tore. Und hier kommen auch schon die Teams.
Thank you.
Thank you.
Am Ende gab es also einen knappen, aber nicht unverdienten 19:0 Erfolg für den Regionalligisten aus Lotte. Hätte das Schiedsrichterteam den Treffer zum 1:2 nicht die Anerkennung versagt, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen. Wie dem auch sei, wir werten den Treffer von Daniel Kühs aus der 14. Minute mal inoffiziell als Ehrentreffer und bedanken uns recht herzlich bei den Sportfreunden aus Lotte, dass sie uns hier im Autodata-Stadion einen fußballerischen Leckerbissen präsentiert haben, den man so nicht alle Tage zu sehen bekommt. Okay, ein Blick auf die Statistik verrät, dass das Ergebnis auch durchaus noch etwas höher hätte ausfallen können. Der Kreisligist konnte in diesem Testspiel gegen den Regionalligisten nicht wirklich etwas entgegenbringen. Zwei verschossene Elfmeter und einige ausgelassene Hochkaräter sorgten am Ende dafür, dass es dann lediglich nur bei einem 19:0 blieb. Zum Abschluss eines ereignisreichen Tages hatten unsere Spieler ein zweistündiges Schnittschippen, 90 Minuten Fußball und 19 Gegentore gegen das Regionalliga-Team aus Lotte in den Knochen. Und auch wenn unser Team heute jede Menge Lehrgeld zahlen musste, war es doch um eine interessante Erfahrung reicher. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung unseres Kapitäns Dennis Gottschlich in der 78. Spielminute. Hier sehen Sie noch einmal die Szene, bei der er sich einen Bänderriss im linken Fuß zuzog. Leider hat unser Team zu diesem Zeitpunkt sein Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft, sodass die letzten 12 Minuten der Partie in Unterzahl gegen den torhungrigen Regionalligisten absolviert werden mussten. Und kaum war der Kapitän von der Brücke gegangen, hagelte es in der Schlussoffensive der Gäste noch 6 weitere Gegentreffer. An dieser Stelle möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ihr, euer Dino Wermeling.